Folge wie gefahren LS19 Mixed Reality hier auf der Grünfelderland. Unserem Roleplay auf der GFL. So, ich mache jetzt für die Nacht hier noch ein paar Hackschnitzel rein. Lass mal noch ein bisschen Holzkohle produzieren. Aber so viel Hackschnitzel haben wir leider gar nicht mehr. Muss ich mir auch mal überlegen, ob wir da dann zukünftig vielleicht irgendwie anders Hackschnitzel organisieren müssen. Gerade gucken, was bei der Palettenproduktion an Hackschnitzel liegen. Eigentlich alles auf Vorrat, aber irgendwie noch keine Abnehmer. Oh, das ist auch ein bisschen was, was hier rumliegt. Bin mal gespannt. Hab gehört, hier soll eine neue Halle hin, beziehungsweise ich muss hier eine neue Halle hinbauen lassen. Wie die aussehen wird. Albert müsste eigentlich auch demnächst hier unten am Wald ankommen, denke ich. Jetzt los. So. Warte mal. Und Volker Varuna, hallo. Cordes, der Drescher steht jetzt bei Ihnen am Hof, ne? Jo, vielen Dank. Jo, dann tschüss, ne? Tschüss. Jo. Holz passt ja doch.
passt da doch noch einiges rein. Ja, warte mal. Kartonproduktion müssen wir auch gucken, glaube ich mal. Hackschnitzel können da rein. Ja, ich brauche unbedingt noch Hackschnitzel. Also nicht, wie ich mir die organisieren soll. Anrufen. Ich angeblich habe einen Vertrag und jetzt kriege ich einen Anruf rein. Ja, hallo. Hallo, Herr Müller. Guten Tag, Rosi. Sind Sie immer noch im Geschäft? Ich fange noch zu später Stunde an. Was? Ja, ich habe es einfach mal probiert. Sie sind ja. Ja, das ist das Problem. Ja, ich bin halt gerade noch im Verkaufsgespräch und habe auch noch. Ausstehen, aber schießen wir los. Ich bräuchte mal einen Kostenvoranschlag für einen irgendwie einen mobilen Hacker oder so. Einen mobilen Hacker? Ja. Denn damit hacken für? Ja, Hackschnitzel. Also Forstmaschine und dann so zum Beispiel von Jens die Teile da. Weiß ich nicht, bin ja nicht vom Fach. Also das, was aus Baumstämmen Hackschnitzel macht. Exakt, sowas meine ich. Teurer oder günstiger? Drauf an. Was ist denn teuer und was ist günstig? Geht so um plus minus 20.000 Euro. Ja, für 20.000 Euro nehme ich das Teil. Plus minus 20.000 Euro Preisdifferenz. So. Ja, also. Was kostet das Ding jetzt nur? Also, der günstigere von beiden, lassen Sie mich kurz rechnen. Sagt kurz rechnen oder 76.800. 76,8. Ja, und der andere kostet noch mehr. Ah. Ah. Tschüss. So, haben Sie noch einen schönen Abend. Ja, ebenso. Jo, tschüss. Tschüss. Albert? Jo, Volker. Jo. Wo bist du? Immer noch fast oben. Warum? Momentan fährt er mit einem halben kmh oder sowas. Der fährt noch. Mit dem Wagen, mit dem Traktor, großen Traktor stimmt auch irgendwas nicht. Oder der Hänger ist wirklich so schwer. Oh. Hast du Allrad an? Ja. Also ist rot oder grün? Grün. Machen wir auf rot. Dann geht besser. Habe ich auch schon gehabt. Fährt er auch nicht so. Gerade mal. Gut, jetzt fährt er gerade mal 3 kmh. Okay, beide auf grün ist normal besser. Und gelb muss an sein. Ja. Das ist eigentlich die beste Option. Ja. Aufdrücken? Ja. Was sleepy, das? Sleepy im Manitou. Oh, es regnet. Juhu. So. Und das der da tragt, das. Dass das der Traktor hier nicht schafft, das gibt's doch gar nicht. Geht wirklich hier, nicht? Hat er so viel PS unterm Hintern. Wird nicht schneller wie 3 km/h. Ja, warte, wo bist du denn gerade? Anfang 97 und 113. Okay. Ich rufe mal kurz den Jürgen an. So. Nee. Ja, hallo? Hallo? Jürgen? Ja? Hast du den 1050 frei? Ja. Kannst mal zum Albert, der steckt bei der Brauerei fest.
Wir haben da so, aber brauchst auf jeden Fall ein Frontgewicht. 1050 Frontgewicht. Keine Ahnung, der Xelion ist zu schwach. Der kriegt den Forstanhänger nicht gezogen. Hm? Mal, ob du da mit 1050 hinkommst. Ja, Ernte fällt ja jetzt eh momentan erstmal aus. Ja, und du Held hast ein Feld gepachtet. Ja. Was nicht mal geerntet werden kann. Nicht? Ja, die 106 nicht. Willst du ein anderes? Ja, wenn es wieder schöner Wetter ist. Die 131. Ja, kann man machen. Wobei du dich halt beeilen musst, gell? Ja, ja, ich krieg hier sonst einen Schadensersatz von denen. Boah! Oder ich komme hoch und dann, wenn es wieder Wetter zulässt, dann geht mal Attacke. Ja, oder das. Das Feld ist echt groß, ey. Ja. Okay, dann machen wir folgendes. Wo ist der bei der Brauerei? Jo, da irgendwo muss er rumstecken, da war er gerade. Er fährt aber. Ja, aber minimal. Längentempo. Jo. 3-4 km/h hat er gesagt. Ja, pass auf, ich sag dem Julian Bescheid. Jo. Der ist eh unten. Im Notfall einfach mal hinten schieben. Jo. Gut, ich komme dann mal zum Feld und dann warten wir, bis der Regen vorbei ist. Jo, danke dir. Tschüss. Jo. Albert. Jo. Jo, der Jürgen schickt einen Mitarbeiter mit dem 1050 vorbei. Oh, das ist schön. Mal gucken, ob es damit besser geht. Also wenn es damit besser geht, dann fährt er den Anhänger runter. Und wenn es nicht geht, dann schiebt er. Aber warum? Das ist so ein riesen Traktor, das verstehe ich nicht. Ja, aber das ist die kleine, das ist ja nur der 4000er Xerion. Ja, aber trotzdem, ne? Ja, jetzt im Regen sowieso weniger Traktion wahrscheinlich. Weniger Traktion der Traktor. Hätte der Johnny ja noch schneller. Natürlich, JD halt. So, ich habe mit dem Jürgen auch ausgemacht, dass ich zur mit dem Dings da, mit dem Drescher zu Feld 100, ach, keine Ahnung, was der da hat, fahr und dass wir ihn erstmal unterstützen mit Ernte. Ja, ist in Ordnung. Weil sonst verfault ihm sein Feld. Und der hat nicht mehr so, ich sollte mal den Drescher reparieren lassen. Weißt du, wo ich bin? Irgendwo, oh, ich habe gesagt, irgendwo bei der Brauerei. Ich denke, die fahren dann schon vorbei. Hast du einen Blinker noch an? Hier zwischen 112 und 98, das hält. Da bin ich. Jo, die müssten gleich losfahren. Wenn du einen Blinker an hast, mach mal einen Blinker aus. Ich höre dann irgendwie im Funk knacken. An diesem hey, Telefon. Blinker habe ich nicht an. Okay, komisch. Ah, hoffentlich vergammelt dem sein Feld nicht, ey. Wir können übrigens. Hallo. Herr Varuna. Wenn Sie nochmal so anrufen, dann nehme ich nicht mehr ab. Polizeiinspektion Grünfelder Landrichter. Ich hätte mal eine Frage. Ja. Könnten Sie vielleicht ein festes Angebot machen, ein Vertragsangebot für die Holz, wie heißt Holz? Kohle? Ja, Holzkohle. Genau, ja. Ich kam gerade nicht drauf. Könnten Sie dafür vielleicht ein festes Angebot schreiben und mir das dann zukommen lassen? Wie meinen Sie das? Ja, in schriftlicher Form ein Angebot schreiben und mir das zukommen lassen, ein festes Angebot, damit wir die Ihnen immer abnehmen. Sie wollen einen Vertrag haben. Ja. Und da soll ich einen aufsetzen. Ja. Okay. Mach ich. Kriegen Sie die Tage. Ja. Schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Morgen müsste es bei Ihnen sein. Ja. Ich lasse es per Kurier schicken. Ja. Schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Jetzt komme ich gar nicht mehr vorwärts. Nur millimeterweise. Oh, unser Tab. Oh, Mist. So, Tabak braucht Pflanzenschutz. Mist. Ich rufe nochmal das LU an. Sollen die jemanden losschicken? Boah! Alter! Drei Leitungen, ey!
jetzt? 435 PS. Soll das schaffen, Alter. Und der hat das schaffen, der hat auch trotzdem 435 PS. Eigentlich schon. Keine Ahnung, was bei der Kiste los ist. Vielleicht war die deshalb so günstig. Oh, momentan fährt er so 2 cm pro Stunde. Ah, das ist schlecht. Aber ich sehe gerade, da kommt einer. Ja, der kommt hinter mir. Sehen, ob er das schon ist. Auch nur immer geradeaus fahren, das sehen wir schon. Der Herr Zimmermann ist das. Ja, ja. Ja, das wisst er, glaube ich, vom Jürgen. Oder schieben oder? Er soll erstmal probieren, ob er alleine fahren kann. Moin, moin. Moin, Herr Ginfeld. Ach, das ist eine solche. Wo ist denn das Feld? Ich hoffe halt tatsächlich, dass ihm das Feld nicht unterm Arsch weggammelt. Könnte passieren. Folge Varuna, hallo? Fahr direkt zu 131. Ja, ich habe die 131 als Pachtersatz bekommen und die 86. Ja, was ist mit der 80 los? 86 und 131. Die 80 ist verdorrt. Ah. Grad verdorrt. 131. Ja. Und die ist 86. Ja, die ist ja gerade über dem Acker drüber. Ja, über der Straße drüber. Okay. Ja. Gut. Bis später, ich bin jetzt gleich auch da. Ja. Tschüss. Bis wieder. Ciao. So, liebe Leute. Da wären wir am Feld angekommen. Aber wir müssen natürlich erstmal warten. Regen macht natürlich gerade alles kaputt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.